Durch ein außerordentliches Weltereignis wurde jedoch die Gemütsruhe des Knaben zum ersten Mal im tiefsten erschüttert. Ich lese gerade ein Zitat vor. Das Ereignis, heißt es, verbreitete über die in Frieden und Ruhe schon eingewohnte Welt einen ungeheuren Schrecken. Das Ereignis verbreitete über die Welt, die sich schon an Frieden und Ruhe gewöhnt hatte, einen ungeheuren Schrecken. Es könnten einige gerade hier in Sinzig sein, die vielleicht ahnen, woher dieses Zitat stammt oder worauf es sich beruft. Eine Welt an Frieden und Ruhe gewöhnt, verfällt durch Ereignisse in einem nur scheinbar fernen Land in Schrecken. Die Menschen werden in ihrer Ruhe erschüttert, ja, und vor allem gerade die jungen Menschen in friedensverwöhnten Ländern. Das Evangelium, das ich gerade vorgelesen habe, berichtet von Menschen, die zu Jesus kommen und ganz erfüllt sind von einem Schrecken, was passiert ist, nämlich in Jerusalem, wo dieser römische Statthalter Pilatus ist, der offensichtlich eine Gruppe von Pilgern aus dem Galiläa, das ist im Norden von Jerusalem, niedergemetzelt hat, ermorden ließ durch seine Soldaten mitten im Tempel von Jerusalem. Und man ahnt, wie die Leute aufgewühlt sind, ob solcher Gewalt. Und Jesus? Warum hat Pilatus das gemacht? Wir wissen es nicht, steht hier nicht. Historisch wissen wir, dass Pilatus sehr, sehr hart regiert hat. Passt zu ihm. Vielleicht meinte er, aus Galiläa, da kommen immer die Schwierigen, und er wollte ein Zeichen setzen, um seine Macht zu sichern, weil Mächtige benutzen gerne Gewalt, um ihre Macht zu sichern. Das gilt für die Könige damals wie heute. Und es sind solche Ereignisse, die uns Menschen erschüttern. Es sind solche Ereignisse, die sich von einem Augenblick auf den anderen alles verändern kann. Was eben noch als Gewissheit galt, ist jetzt schon radikal in Frage gestellt. Was gestern noch niemand für möglich gehalten hat, das ist eingetroffen. Die Wandlung haben wir uns nicht vorgestellt, als wir für die Predigtreihe das Thema Wandlung, Verwandlung ausgesucht haben. Doch es sind auch leider häufig solche Ereignisse, durch die die Welt sich schneller wandelt, als wir es uns je vorstellen könnten. Mit manchem Ereignis geschieht eine Wandlung, leider oft nicht zum Besseren. Warum? Ein Ereignis verbreitete über die in Frieden und Ruhe schon eingewohnte Welt einen ungeheuren Schrecken. Dieses Zitat ist nicht neu, bezieht sich nicht auf die Eskalation des Krieges, mit dem momentan die Russische Föderation die Ukraine überzieht, sondern dieses Zitat stammt aus den Lebenserinnerungen von Goethe, Johann Wolfgang Goethe. Und es bezieht sich auf die Zeit, als er ein Junge war von vielleicht 10 Jahren, und die Portugiesen, von denen ja einige hier sind, werden wissen, was 1755 passiert ist. Ich nehme an, dass zumindest diejenigen, deren Familie aus Portugal kommen, sehr genau wissen, dass das das große Erdbeben von Lissabon war. Man muss sich vorstellen, das war ein Ereignis, wo eine Stadt zerstört wurde, ein Drittel aller Menschen starben, eine der großen Hauptstädte Europas, ein Tsunami, am Schluss die Küsten auch von Nordafrika und England mit überschwemmt. Und Goethe, als ein alter Mann war, erinnerte sich, was das für ihn bedeutet hat, als er so in eurem Alter war, 10 Jahre alt.
Damals, das war so die Zeit der Aufklärung, da haben die Menschen gedacht, wir können alles mit Vernunft machen, waren irgendwo noch gläubig und haben sich gefragt, wie kann Gott das zulassen? Und das ist bei so einer Naturkatastrophe eine naheliegende Frage. Bei unserem gegenwärtigen Schrecken, da höre ich diese Frage nicht, weil so offensichtlich ist, dass Menschen Unheil bringen über Menschen und Verantwortung. Da sagt man häufig, ja, das ist der eine, das ist der Putin, aber das ist natürlich falsch, da ist ein ganzes System dahinter. Da ist der Geheimdienstapparat, der davon profitiert, das Militär, ganz viele Leute, die davon profitieren und leider auch eine, auch schon aus sowjetischer Zeit besetzte Kirchenführung in Moskau, die hat sich an dem Einfluss, den Putin ihr gegeben hat, vollgesogen und sich nützlich gemacht und ist jetzt mittendrin auch in dieser Propaganda des Krieges. Und dann gibt es Mitläufer, das kennen wir in Deutschland zu Genüge. Aber Jesus, als es um diese furchtbare Tat an den Pilgern aus Galiläa geht, Jesus zeigt nicht mit dem Finger, nicht auf Pilatus, das ist klar, dass der die Verantwortung hat, aber er spürt, dass die Leute sagen, aus Galiläa, haben die es nicht vielleicht selber verdient? Und da reagiert Jesus mit aller Schärfe. An der Stelle, wo wir sagen, naja, irgendwie werden sie es schon verdient haben, sagt er, was ist mit dir? Und setzt noch einen drauf und erinnert an ein Unglück, das kurz davor wohl passiert ist, dass beim Bau von einem Turm an der Stadtmauer 18 Leute verunglückt sind. Und Jesus fragt, meint ihr etwas, dass diese 18 mehr gesündigt haben als andere? Und sagt, und mit dir? Jesus beruhigt nicht, sondern er will Verwandlung. Dabei, Jesus spricht hier zu Erwachsenen. Wenn man mit solchen Sachen Kindern Angst macht, dann ist das immer falsch. Und ich weiß auch, dass es für manche von Ihnen eine Belastung ist, wenn durch die Bilder des Krieges, die wir momentan sehen, eigene Erinnerungen an die Kriegszeit hochkommen. Und ich wünsche und hoffe, dass Sie Menschen haben, mit denen Sie darüber sprechen können. Nein, Jesus reagiert, indem er versucht, dass wir nicht mit dem Finger auf andere zeigen, sondern fragen, was bedeutet das für mich? Wenn wir Dinge nicht an uns ranlassen, sondern stehen bleiben beim Rationalen, so wichtig das ist, beim Analysieren, aber nicht uns wirklich davon berühren lassen. Und sorgt das dafür, dass die eigentlich relevante Frage ausbleibt, was bedeutet das für mich? Wenn Sie beim Lukas-Evangelium nachschauen, Lukas hat sehr bewusst diese Begebenheit platziert an einer Stelle, zusammen mit anderen Zitaten von Jesus, wo es um Umkehr geht. Wobei das Wort Umkehr im Deutschen, das klingt so nach Putzen, Kehren, sauber machen. Ja, vielleicht auch, aber das griechische Wort ist eigentlich ein Umdrehen, eine Verwandlung des ganzen Geistes und Herzens. Das griechische Wort heißt Metanoia, Wandlung des Herzens, Wandlung des inneren Geistes. Deswegen, wenn jetzt so viel diskutiert wird über neue Sicherheitspolitik, ja, das ist richtig, Fragen, Wirtschaftspolitik, Versorgung, alles richtig. Doch ich habe noch nicht den Eindruck, dass wir eine Vorstellung davon haben, wo wir eigentlich hinwollen und sollen. Und vielleicht ist Aufrüstung richtig, wenn solche Aggression da ist, muss man Abschreckung ganz deutlich machen, aber das ist auch nur oberflächlich. Das ist noch nicht die Antwort auf die Frage, was bedeutet das für die Weise, wie wir zusammenleben? Welche Kultur, welches Leben, welche Werte eigentlich all das wert sind? Und
Einfach nur sagen, Aufrüstung, Aufrüstung, das taugt nicht für die Frage, die für uns wichtig sein sollte, als christliche Kirche und als Gemeinde. Sondern Wandlung bedeutet, dass wir für uns und damit nicht nur für uns, sondern auch für andere, mit denen wir zusammenleben, wir haben da eine Verantwortung, uns fragen, was macht mich frei, um die richtigen Fragen zu stellen? Wandlung muss damit beginnen, dass ich versuche, frei werden, um die richtigen Fragen zu stellen. Ihr kennt das, manche Leute lassen Fragen nicht zu, weil sie ahnen, wenn man die Frage stellt, dann kommt man aus der Antwort nicht raus. Also die Frage, was muss sich bei mir wandeln? Oder was muss bei mir oder was muss bei uns anders werden? Was ist es eigentlich, das hier in Frage gestellt ist? Was ist in Vergessenheit geraten? Solche Fragen kann ich nur stellen, wenn ich Vertrauen habe, dass mit dieser Frage nicht das ganze Leben in Frage gestellt wird, sondern das ganze Leben einen Grund und einen Halt hat in Gott. Worin muss ich mich wandeln? Die Frage kann nur ich mir selber beantworten und Sie können die für sich auch nur selber beantworten. Ich weiß aber, und das gilt für Sie wie für mich, dass wir einander brauchen, um Mut zu finden, um mal zu fragen, was muss sich eigentlich ändern angesichts des Schreckens, den wir erleben. Und da brauchen wir einander. Da brauchen wir einander, um uns Mut zu machen, aber wir brauchen auch einander, um uns in dem Glauben zu stärken, dass Gott das Leben trägt. Worin muss ich mich wandeln? Ich denke, Jesus, so nach dem Evangelium heute, würde sagen, dann warte nicht, die Frage zu stellen. Lass dich erschüttern durch das, was geschieht. Lass es an dich ran und vertraue darauf, im selben Augenblick, vertraue darauf, dass Gott das vermag, diese Geisteswandlung, diese Metanoia, das neue Herz. Und das wird uns dann inmitten von dem, was alles notwendig und richtig ist, den eigentlichen Weg zum Frieden zeigen. Zum dritten Mal werden wir jetzt ein Musikstück hören und bitte Sie, versuchen Sie für sich zu schauen, wie Sie mit dem, was Sie jetzt im Augenblick bewegt, zu Gott beten und Ihr Herz Gott zuzuwenden mit Ihren Bitten und Fragen.